ich habe eben irgendwas gemacht und... Ah! Nein, gleich weglesen. Hab ich dich angeschossen? Moinsen und herzlich willkommen zurück in No Man's Sky. Was ist denn da los? Ich habe doch eigentlich ursprünglich mal gesagt, dass ich dieses Spiel nicht mehr spielen werde. Das ist jetzt 2 Jahre her und ich kann an der Stelle schon mal sagen, aua. Sag niemals nie. Denn es hat sich jetzt unglaublich viel getan. 2 Jahre später sind jetzt mehrere Updates rausgekommen, unter anderem das Update 1.5. Das Next Update, welches es jetzt ermöglicht, den lang ersehnten Multiplayer-Modus zu spielen. Und da hinten ist Rizari, die ist gerade mit mir hier im Spiel, die ist mir gerade nachgejoint. Wir spielen jetzt hier zum ersten Mal seit 2 Jahren eigentlich schon wieder, kann man sagen. Und wir versuchen uns jetzt gerade mal zu finden. Das Problem ist, der Planet ist heiß, die Umwelt ist feindselig und wir sind 500 Meter voneinander entfernt. Das heißt, das wird jetzt ziemlich krass. Also ich kriege hier schon Hitzeschaden. Ihr seht, meine lieben Freunde, es gibt einige Neuerungen. Es gibt jetzt zum Beispiel eine Third-Person-Perspektive. Angeblich soll man irgendwie auch seinen Charakter anpassen können vom Aussehen her, aber das habe ich jetzt irgendwie nicht gefunden, weil das Menü, die Menüführung ist nach wie vor total bescheuert und Banane in dem Spiel. Du hast einfach kein Hauptmenü, wenn du das Spiel startest. Das heißt, die ganzen Grafikeinstellungen und so sind auch erstmal total Banane. Das musst du alles einstellen. Das Spiel ist viel zu laut, wenn du es zum ersten Mal startest. Das sind alles so die Startprobleme, mit denen wir hier jetzt gerade auch im Livestream zu kämpfen hatten. Aber jetzt läuft's endlich. Jetzt sehen wir hier endlich das Next Update. 1.5, der Wahnsinn. Meine Fresse. Aua, und ich krieg hier die ganze Zeit Hitzeschaden. Ah, ich sehe dich da laufen. Ja, nee, rechts. Ja, ich weiß, ich will nicht in die Scheißviecher reinrennen. Na, nicht in die Scheißviecher. Ja. Können wir uns irgendwie High Five geben oder so? Ja, ich habe eben irgendwas. Oh Gott. gleich weglesen. Hab ich dich angeschossen? Das wollte ich nicht. Tut mir leid. So, mein das Gefahrenschutz ist, und alles ist kaputt. Ich ja, meiner keine auch. Ahnung. Wie kommt man hier in First Person? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Warte mal hier. Warte. Scanner kritisch beschädigt. Nein, auch nicht. Feenstaub. Ich muss meinen Feenstaub reparieren. Ja, steht so da. Steinchen. Steinchen. Aua. Was? Das da? Diese Dinger da? Ja, aber das sieht alles anders aus. Wir brauchen Natrium oder sowas, um unseren Gefahrenschutz aufzuladen. Oh Gott, ich bin total überfordert. Das sieht alles anders aus, als ich das letzte Mal gespielt habe. Ja, was sind das für komische Penübel? Nicht identifiziertes Mineral. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich tun soll. Ist meine Lebenserhaltung aufladen? Ich weiß auch nicht, was wir... Das ist alles nicht identifiziert, was wir da abbauen. Ja, und der Scanner ist kaputt scheinbar. Ja, super. Warte mal, das konnte man doch irgendwie reparieren. Ja, dieses Teil ist kritisch beschädigt. Okay, wir brauchen mehr von diesem Feenstaub. Wir brauchen mehr Feenstaub. Einfach diese Knubbel weiter abbauen. Mach einfach die Knubbel kaputt. Hallo! Was? Wie machst du das? Hallo! Wie? Mit welcher Taste? Drück X. Dann hast du unser Menü. Mit Q und E kannst du dann switchen. Und mit F wählst du dann aus, was du machen willst. Mit Q und E kann ich schwitzen. Gesten. Kein Analyzer. Oh Gott, das ist ja total fingerig auf dem PC, ey. Moment. Und jetzt? Aua! Ich bin tot. Ich bin tot, umgefallen! Scheiße! Ich hätte keine Gesten machen dürfen. Das war der Fehler. Ja, und jetzt? Ich hoffe, er startet. Ich hoffe, er setzt mich da jetzt wieder ab. Generation 1, Tod durch Hitzeeinwirkung. Teil, jetzt bist du schon wieder so weit weg. Ja. Ist es da wenigstens nicht heiß? Nee, hier ist es überall heiß. Okay, man darf nicht über die roten Blasen laufen und sie auch nicht zum Explodieren bringen. Die roten Blasen, das, die wir hier die ganze Zeit abbauen? Das ist heiß und macht Aua und ist kacke. Die roten Pickelblasen. Also warum sind wir eigentlich direkt auf so einem verdammten, tödlichen Planeten? Das frage ich mich gerade auch. Ich habe keine Ahnung, warum wir hier gelandet sind, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, warum wir überhaupt hier... Also so generell, ne? Das macht überhaupt keinen Sinn. Sollte man nicht eigentlich irgendwie auf einem freundlichen Planeten irgendwie landen, starten? Hast du nicht gesehen? Das ist irgendwie jetzt hier schon ziemlich krass gerade. Aber ich muss schon sagen, es sieht anders aus als früher. Also vieles sieht halt anders aus.
Die Viecher, die sehen auch ein bisschen anders aus so. Also sie sind natürlich immer noch abgefahren, aber sie sehen auf jeden Fall anders aus. Und die Grafik sieht auch anders aus. Da drüben steht irgendwas rum. Weil ich es gerade sehe, weil Wacker gefragt hat, wenn das Spiel 20 Euro kosten würde. Es ist gerade um 50% runtergesetzt und kostet irgendwas mit 27 Euro und... Verrostetes also Metall. 20. Okay. Ach, man kann sein Grab da hinten wiederfinden. Sag mal, hast du ein Flugzeugdings hier, Raumschiff? Können wir nicht einfach wegfliegen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hab ich eins? Nee, muss man das also nicht erst noch finden, wenn man ein neues Spiel startet? War das nicht so? Weiß gar nicht. Gibt's hier eine Map oder sowas? Ich drück jetzt einfach mal alle Tasten. Ich hab meinen Scanner repariert gerade. Ich kann meinen nicht reparieren. Du musst die Knubbel abbauen, die roten. Ah, jetzt. Missionsziel abgeschlossen. Multi-Werkzeug-Reparatur-Scanner. Okay. Wir sind gut, wir sind die Besten. Wir haben den Scanner repariert. Raumschiffssignal entdeckt. Ich sehe mein Raumschiffssignal. Okay. Ich habe ja ein Jetpack, genau so war das ja. Juhu! Ah, scheiße, es hat keine Energie mehr. Wir müssen echt aufpassen hier, was wir hier tun, glaube ich. Man kann sterben. Da wird das man ist wieder, uns, glaube ich, schon aufgefallen. Da wird man wieder zurückgesetzt. Ach nee, Moment, mein Raumschiffssignal ist ja da drüben. 300 was Meter. Soll ich jetzt reparieren? Ach so, das Ding soll ich reparieren. Mit dem Scanner reparieren. Ja. Herumkommen. Ja. Mehr erfahren mit P. Ich habe repariert. Nice, perfekt. Ich fliege jetzt zum Raumschiff. Geh dich da hinten. Captain, ein Raumschiff. Raumschiffssignal entdeckt. Captain, ich habe ein Raumschiff auf dem Bildschirm. Ja, check off, das wissen wir doch. Eine sauerstoffreiche Pflanze. Ich nehme das mal mit. Sehr gut, meine lieben Freunde. Ich habe auch da hinten in der Richtung ein Raumschiff. Echt? Das ist gut, dann treffen wir uns da. Wir treffen uns da jetzt einfach. Ich bin gespannt, haben wir ein Raumschiff? Hat jeder sein eigenes Raumschiff? Also wenn wir beide ein Signal haben, und das ist höchstwahrscheinlich dasselbe, dann haben wir wahrscheinlich beide... Oh, es sind zwei hier! Ja, dann... Ah, okay, dann haben wir wirklich beide eins. Juhu! Das Jetpack. Und die Raumschiffe sind auch ein bisschen detaillierter jetzt. Die sehen ein bisschen detaillierter aus. Strahlende Säule heißt mein Raumschiff. Das ist, könnte man auch schon wieder so komisch interpretieren, diesen Namen. Iteration Number Online. Atlasverbindung unregelmäßig. Startschubdüsen offline. Impulsantrieb offline. Alles ist offline. Mein Exo-Anzug hat mich zu einem abgestürzten Raumschiff gelenkt. Die Steuerung reagiert auf meine Berührungseingabe und ich muss davon ausgehen, dass es mir gehört. Ich kann mich aber weder daran noch an etwas davor erinnern. Protokoll lesen. Selbstdiagnose. Protokoll nicht verfügbar. Exo-Anzug verbunden. Vorschlag. Pilot sollte Wartung durchführen. Gewünschte Reparaturweg auswählen. Schiffssysteme reparieren. Das ist auch ein bisschen anders hier mit dem Auswahlmenü. Ja, Impulsantrieb. Das ist alles ein bisschen komisch. Impulsantrieb kritisch beschädigt. Stimmt, das war's. Man musste dann seinen Antrieb reparieren. Wir brauchen hermetisches Siegel und Metallplatten. Das System ist schwer beschädigt. Für die Reparatur benötigst du Metallplatten und ein hermetisches Siegel. Okay. Metallplatten sind, glaube ich, easy. Da braucht man nur Eisen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Bei dem hermetischen Siegel kann ich mich partout nicht mehr dran erinnern, wie das ging. So, unser Raumschiff ist auf jeden Fall so eine Art sicherer Hafen. Da kann man auch mal rein, um sich neu aufzuladen und so. Mein Raumschiff heißt übrigens genauso wie deins. Heißt auch strahlende Säule, ja? Sehr gut. Kann man das nicht sogar mal nehmen? So, jetzt müssen wir mal rauskriegen, was hier Eisen ist. Ich glaube, das sind diese komischen roten Knubbel, kann das sein? Kann ich das eigentlich analysieren? Du kannst dein Raumschiff übrigens umbenennen. Kann ich das? Aber das mache ich jetzt erstmal noch nicht. Ja, weil jetzt lass müssen uns wir mal irgendwie verschwinden. Ja, erstmal müssen wir reparieren, ne? Kann ich das aufmachen? Hier ist das Notrufsignal. Ich habe verdichteten Kohlenstoff gefunden. Die Wasserstoff habe ich gefunden. Hier brauche ich einen Atlas-Spaß. Okay, da war irgendwas drin, verdichteter Kohlenstoff. Sieht irgendwie witzig aus, wie du da so mit dieser Knarre stehst und abbaust. So total teilnahmslos in deinem Anzug und so. Ein ganz normaler Tag. Also auf einem anderen Planeten. Hier ist eine Höhle, glaube ich. Wie kann ich jetzt? Genau, Moment. Eisenplatten bauen wir. Ferritstaub. Okay, eine Eisenplatte kann ich schon machen.
So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier unten kannst du dich von der Temperatur erholen scheinbar. Oh, das ist geil. Ich muss aber trotzdem irgendwie mal klären, wie kann man denn jetzt dieses komische Zeug da machen, was wir brauchen. Dieses andere. Ich glaube, im Raumschiff hat man immer so Zeugs hergestellt, oder? Man kann das auch im Anzug machen. Die Metallplatten habe ich im Anzug gemacht. Oder? Ich guck nochmal nach. Ach, das ist dein Raumschiff. Ich kann in dein Raumschiff übrigens nicht rein. Geh in das Inventar des Raumschiffs, dann gab es neben dem Inventar rechts, gibt es Technologie und sowas. Geh da mal drauf. Echt? Rechts? Okay. Wir sind jetzt hier gerade auch im Livestream noch unterwegs, kann ich an der Stelle schon mal sagen. Und ja, wir kriegen hier natürlich auch Tipps aus dem Live-Chat. Das ist natürlich sehr hilfreich an der Stelle. Vielen Dank auch dafür. Ich hoffe, das wird auch dazu führen, dass wir hier vorankommen. Ein bisschen. Weil ich glaube, momentan sind wir gerade noch so ein bisschen... Also wir stehen gerade auf dem Schlauch. Jetzt gucke ich mal nach. Also, im Raumschiff-Inventar und dann rechts. Ich bin ins Inventar gegangen, bin auf diesen Impulsantrieb und habe ich da auf diese Platte gedrückt, die da angezeigt wurde. Ah, das ist natürlich zu einfach. Okay. Ich dachte mir, ich klicke einfach alles an und hoffe, dass es funktioniert. Das ist eine gute Herangehensweise auf jeden Fall. Okay, dann habe ich das jetzt schon repariert, oder? Sieht ganz so aus. Okay. Die Technologie ist kritisch beschädigt. Feines reines Ferrit, genau. Puh. Dann fehlt jetzt, wie gesagt, immer noch das hermetische Siegel. Aber wie zur Hölle kriege ich das jetzt? Huch. Ah. Funktionstüchtig. Jetzt ist was funktionstüchtig. Raumschiff schwer beschädigt, unverzichtbare Bestandteile fehlen. Die erforderlichen Komponenten können nicht synthetisiert werden. Der Impulsantrieb benötigt ein hermetisches Siegel. Unterstützung anfordern. Alterationsvergleich zeigt hermetisches Siegel in der Nähe. Navigation aus Notrufsignallager bergen. Ah, okay, wir müssen da jetzt hin. Wir haben da jetzt einen Job bekommen anscheinend. Mhm. Finde ein hermetisches Siegel, durchsuche das Notrufsignallager nach Ressourcen. Koordinaten, so ist das jetzt? Zeugs wahrscheinlich hier drüben. Ah, da, okay, das ist natürlich zu einfach. Habe ich nämlich auch schon geholt eben. Aber ich konnte ja nichts anfangen. Okay, Szenario, Übertragung gelöscht. Mögliches Versagen bei Grenzschichtablösung. Keine Verbindung. Erwartet neue Iteration. Anomalie, Eindämmung. Übertragung. Reisende, Navigation entdeckt, Position, Anomalie, da. Ein rotes Licht füllt meine Sicht aus, ich sehe nur mehr Purpur und dann verblasst es. Die Farbe verblasst und die Worte, die ich so klar höre, verhallen. Ich spähe in das Gehäuse des Signals. Neben seiner Notrufübertragungseinheit enthält es ein Navigationsdatenmodul. Navigationsdaten mitnehmen. Aha, und habe ich jetzt das bekommen? Raumschiffreparatur, Materialien sammeln, stelle Kohlenstoff-Nanorohr her. Ist hier was drin? Diese Technologie ist kritisch beschädigt. Hm. Okay. Ah, okay, jetzt weiß ich, wie man seinen in First Person wechselt. Wie macht man das? In der Steuerung steht nämlich nichts drin. Wenn du X drückst, hast du ja hier dieses Menü. Dann gehst du links auf Hilfsmittel und dann rechts auf Kamerasicht ändern. Huch. Und dann bist du im... Ja, das ist sehr fingerisch. Und dann bist du im First Person. Und wie gehe ich hoch? Wie gehe ich da hoch? F. F oh, zum Gott. Reingehen, ja. Ist ein bisschen komisch. Das ist irgendwie gar nicht so intuitiv. F, ja, sagst du. Hm. Und dann kannst du Kamerasicht ändern, dann bist du im First Person. Gott, das ist ja, da bricht man sich ja die Finger, ey. Ah. Okay, ja, das ist schon mal viel besser so, finde ich. Vor allem, da kam gerade die Frage, wie komme ich in die Third Person? Ich habe gerade rausgesucht, wie man in die First Person kommt. Ja, wahrscheinlich dann genauso, ne? Ja, genau, da wechselt man halt immer die Ansicht. Okay, so, meine Lebensqualität geht jetzt immer weiter runter hier. Nein, das ist das Raumschiff von... Ja, lad mal deine Lebenserhaltungssysteme. Ich dachte, die laden sich automatisch, wenn ich im Raumschiff bin. Das war doch früher so. Weiß nicht, also ich bin draufgegangen, habe einfach mit so Sauerstoffzeug aufgeladen. Stimmt, habe ich jetzt auch mal gemacht. So. Baue einen Signalbooster, steht bei mir rechts unten. Ich muss diese komischen Kabel machen. Habe ich jetzt mal gemacht. Hat er mir zumindest gerade gesagt gehabt. Und jetzt? Baue einen Signalbooster, um Navigationsdaten zu verwenden. Sammle Natrium. Benutze den Scanner, um Natrium aufzuspüren. Okay. Oh, ich habe die Wasserstoff-Gelee gemacht. Da hinten ist
Da ist auch Natrium, das ist näher dran. Natrium, das ist Na. Damit Kohlenstoff steht jetzt bei mir. Kohlenstoff habe ich tatsächlich schon. Warum kriege ich hier nichts? Ach so, das muss ich mit E abbauen. Stimmt, manche Sachen musste man mit E sammeln. Ich erinnere mich. Okay. Signalbooster. Ich baue mal einen Signalbooster. Das hat er mir gesagt, dass ich das machen soll. Mein Dings ist leer. Mein Werkzeug. Ich kann es nicht aufladen. Brauchst Kohlenstoff dafür. Ja. So, was muss ich jetzt hier machen? Entschlüsseln? Oder Daten ein? Ich gebe mal Daten ein. Ich muss Pflanzen verprügeln, wird mir hier gesagt. Notfrequenz scannen. Ja, das kenne ich noch. Da hat man jetzt irgendwie nach Basen gesucht, ne? Und da wird mir da hinten eine angezeigt. Muss ich da jetzt hinlaufen? Koordinaten entschlüsselt. Erreiche die markierten Koordinaten. Hinweis, vergiss nicht was? Vergiss nicht deinen Signalbooster. Was war das jetzt? Soll ich den mitnehmen? Soll ich den aufnehmen? Ah ja, ich kann den aufheben. So, jetzt muss ich zu den Koordinaten. Ich laufe da jetzt einfach mal hin, ne? Weil du wirst wahrscheinlich dann das Gleiche machen müssen, wenn du deinen Signalbooster gebaut hast. Tatsächlich muss ich das scheinbar gar nicht, weil er mir gerade gesagt hat, ich soll hier Signalbooster eingesetzt, gib die geborgenen Navigationsdaten ein. Ach so, weil ich das jetzt gemacht habe, oder? Ja. Auf jeden Fall, so oder so muss ich da jetzt hin. Wohin? Und ich, na, da, wo meine Koordinaten angezeigt werden. 600 Meter entfernt. Und das ohne zu sterben. Das wird jetzt meine erste Herausforderung. Offensichtlich gibt es da das, was ich suche. Was ist das hier eigentlich? Ah, reines Ferrit. Hier ist reines Ferrit. Okay. Nein, nahender Sturm. Warum das denn jetzt? Natürlich, wenn ich da hinlaufen will, weißt du? Aber ich muss da jetzt hinlaufen. Ich kann da jetzt nicht warten. Oh, was ist das? Ich hoffe, diese Kreatur ist friedlich. Das sieht auf jeden Fall abgefahren aus. Ich kann mich auch nicht erinnern, so ein Vieh vorher mal gesehen zu haben in dem Spiel. Definitiv nicht. Also, sieht echt krass. Ah! Mich hat ein Tentakel gehauen! Atlas-Spaß erforderlich. Ach, hier war ich vorhin schon mal. Lebenserhaltungssystem ist bei mir schon wieder bei 50%. Ich glaube, ich muss mal schauen, ob ich das irgendwie aufladen kann. Nein, kann ich nicht. Sauerstoff fehlt. Es fehlt alles. Wärmeschutz stabilisiert sich. Oh Gott, scheiße, ey. Wie schnell das alles runtergeht gerade. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich schaffe das bis dahin. Noch 200 Meter. Alter, wie schnell sich mein Hitzeschutz verringert gerade. Ja, es ist wieder Tag. Nee, aber auch Sturm. Ich habe gerade Sturm hier bei mir. Na gut, das wahrscheinlich dann auch. Lauf doch schneller, um Gottes Willen. Das ist da unten. Ich bin fast da. Mit Natrium kannst du deinen Wärmeschutz aufladen, ne? Ah, okay. Mach ich doch mal das mal schnell. Habe ich gemacht. Oh, danke für den Hinweis. Musst du mal deine Werte hier aufladen, quasi eine Ausrüstung. Mhm. Kann ich da rein? Kann ich da rein? Ich will da rein. Lass mich rein. Hier geht's rein. Oh. Archivzugriff erfolgt. Protokoll beschädigt. Eintrag folgt. Niemand machte diese Aufzeichnung für den Fall hinterlasse. Im Hersteller könnte von Nutzen sein. Visier beschädigt. Kann das Schiff nicht finden. Vorräte bergen.
Das Protokoll endet und die Maschine erwacht zum Leben und spuckt Vorräte aus. Ich habe das hermetische Siegel, das ich zur Reparatur des Schiffs benötige. Wer immer mich hierher geführt hat, wer immer diese Nachricht hinterlassen hat, vielleicht befand er sich in der gleichen Situation wie ich jetzt. Möglich. Du bist auch hier. Sehr gut. Okay. Unauffällig gefolgt. Ja. Und wie, kann man andere blockieren? Tatsächlich. Ja, anscheinend geht das. Ich gehe mal in den Nachbar, ins Nachbarhaus hier. In den Nachbarhaus. Aber hier ist nichts drin. Was ist das hier nochmal gewesen? Oh, das ist die Wasserstoff. Das nehme ich mal mit. Vielleicht kann ich damit mein Lebenserhaltungssystem wieder auffüllen. Nee, kann ich nicht. Wie kriege ich denn Sauerstoff? Das hatte ich doch vorhin schon dabei gehabt. Pflanzen. Pflanzen? Welche Pflanzen? Es steht dabei meistens. Ach, O2. Ja, das ist natürlich auch zu einfach. Ich muss mehr scannen, glaube ich. Ich muss mich wieder dran gewöhnen an die Mechaniken hier. Deuteriumreiche Pflanze nehme ich auch mal mit. So, wo war jetzt O? Hier ist O. Hier ist O. O, O, O. O. Und O. Aua. Wäre ich hier gerade angegriffen? Nee. Schnell aufladen. Nice. Ich hab's geschafft. Und da ist ein Ruinendings. Bums. Da könnte man doch hier auch, die Weisheit der Korvaks. Genau. Boko-Team, Yun-Yun. Yun. Der Stein schwingt und erzeugt ein Geräusch, das meine Gedanken vereinnahmt. Eine Vision beginnt Gestalt anzunehmen. Eine roboterhafte Lebensform dreht sich zu mir. Licht strömt aus ihrem metallischen Gehäuse und bildet einen leuchtenden Nebel, der uns beide umgibt. Sie deutet in meine Richtung. Wissen annehmen. Der Name Korvex geistert mir als Echo der gesamten Vision durch den Kopf, die ich gerade hatte. Eine Vision dieser fremdartigen Sprache hat sich in mein Gehirn eingebrannt. Du hast das Korvax-Wort für selten gelernt. Stimmt, da konnte man auch immer so Sprachen lernen, ne? An solchen Ruinen. So, wo ist jetzt mein Schiff? Ich sehe die Markierung fürs Schiff nicht mehr. Oder bin ich jetzt bekloppt? Ist es weg? Kannst du dich noch erinnern, aus welcher Richtung wir gekommen sind? Ein wenig, ja. Warte mal, ich nehme mal hier noch das Natrium mit. Das war doch Natrium, ja. Wer weiß, wofür wir das vielleicht noch brauchen. Warte mal, von wo sind wir denn gekommen? Von der abgewandten Seite von dem Ding. Genau, wir sind von da irgendwie gekommen. Aua. Aua. Nicht wehtun. Das war eine Pflanze. Tu dir nicht weh. Wir werden hier noch genug sterben, glaube ich, wenn das so weitergeht. Also ich will auf jeden Fall nicht auf diesem Planeten bleiben. Ich will so schnell wie möglich von diesem Planeten runter. Dieser Planet ist mir hochgradig unsympathisch. Wenn ich das mal sagen darf. Mit seinem Feenstaub hier und dieser ganzen Hitze die ganze Zeit. Kohlenstoff. Ich musste jetzt gerade so ein Analysewerkzeug bauen. Ja. Dann kann ich hier mit F so ein bisschen die Gegend scannen. Dann ist ein Wächter. Da ist ein Artefakt. Kein Analysevisier installiert. Ach so, meinst du das jetzt? Muss ich ein Analysevisier bauen, oder was? Rizzari hat ein Mineral entdeckt im Covid. Ja, ich hab's irgendwie gerade gescannt. Raumschiff kann nicht lokalisiert werden. Baue genau, Kohlenstoff-Nanorohr, okay. Genau, das habe ich gerade gemacht und dann kriegst du dieses Teil hier. Greife mit Tab auf dein Multiwerkzeuginventar zu und installiere das Analysevisier. Ja, und wie mache ich das jetzt? Huch. Ach so, Technologie installieren. Ja, das wäre natürlich zu einfach. Jawoll! Da ist es! Da hinten, das Raumschiff. Wunderbar! Dann laufen wir doch da mal gleich hin. Also ich muss sagen, ich finde das schon mal ziemlich geil, dass wir hier zusammen rumlaufen können. Das macht auf jeden Fall schon mal mehr Laune, als wie wenn man das alleine machen muss.
dann steht man nicht alleine auf dem Schlauch. Da muss man sich da so gemeinsam durchziehen. Das ist irgendwie, das ist auf jeden Fall schon mal unterhaltsamer, als wenn man das alles alleine macht. Aha. Finde ich. Du kannst hier so ziemlich alles scannen, ne? Und wie? Wenn du das Teil hast. F gedrückt halten und angucken. F gedrückt halten und angucken. Gedrückt halten. Ah ja, stimmt. Einfach nur angucken? Dann fängt er an zu scannen zumindest. Ah, da ist das Raumschiff. Okay. Zum Markieren E gedrückt halten. Ach so. Okay. Bin gerade... Ah, warte, hier ist nochmal O2, das nehme ich nochmal mit. Stimmt, das ist auch alles jetzt nicht mehr unbekannt, merke ich gerade. Hm, alles, was du scannst, ist dann nicht mehr unbekannt. Ah, jetzt. Entdeckung ansehen. Gibengit. Gibengit. Kann ich das auch scannen? Ja. Du kannst vor allem mit dem Scanner die auch Sachen markieren. Ja, das habe ich auch gerade schon gesehen, tatsächlich. Bestimmt auch sehr nützlich, wenn ich dich zu einer bestimmten Location hinschicken möchte. Falls du die Markierung dann auch siehst. Ich weiß nicht, ich habe bei mir jetzt mein Raumschiff markiert. So. Jetzt kann ich doch bestimmt hier das reparieren, oder? Genau. Den Impulsantrieb habe ich jetzt repariert schon mal. Ich soll jetzt schon wieder die Navigationsdaten an dem Signalbooster eingeben. Jetzt brauche ich feines Ferrit auf jeden Fall für den Rest, für die Startschubdüse. Das System ist schwer beschädigt und für die Reparatur benötige die Wasserstoffgelee und feines Ferrit. Baue eine tragbare Raffinerie, um feines Ferrit weiterzuverarbeiten. Okay. Verlasse das Schiff, baue eine tragbare Raffinerie, stelle Metallplatten her. Machen wir das mal. Rufe das Baumenü mit Z auf. Tragbare Raffinerie, genau. Ah ja. Maintenance. Ach du Scheiße, okay. Energie, da packen wir mal Kohlenstoff rein. Eingabe. Und, Moment, was brauche ich jetzt nochmal? Was war das jetzt? Reines Ferrit war das, ne? Da packen wir mal Ferrit rein. Ich glaube, ich muss das mit diesem Signalgedöns noch machen, weil ich keinen Siegel gefunden habe. Reines Ferrit. Ich erstelle gerade reines Ferrit. Nice. Das ist ja cool. Das ist neu auf jeden Fall. Das war vorher nicht drin. Da kann ich mich ganz genau dran erinnern. Das gab es vorher nicht. Das ist auf jeden Fall schon mal spannender, so mit dem Zeug zu arbeiten. Ist natürlich auch, muss man sich ein paar mehr Schritte merken, ne? Ist nicht mehr ganz so gestreamlined, sage ich mal so. Da muss man halt wissen, dass man die Raffinerie braucht und wie man die benutzt. Denkt man nochmal diesen Signalbooster her. Irgendwie, glaube ich, muss ich das noch machen. Mit Z musst du den machen. So wie, jetzt nehme ich das so, genau. Okay, und die kann ich jetzt wieder aufheben? Ja, sehr gut. Okay, jetzt habe ich das gemacht. Repariere die Startschubdüse. Greife mit Tab zu. Reines Ferrit. Jawohl! Mein Raumschiff ist wieder flugtauglich. Sauber. Raumschiff repariert. Startsysteme online. Wiederherstellungspunkt gespeichert. Alle Systeme funktionieren. Kehre zum Schiff zurück. Okay, ich nehme jetzt einfach mal die Raffinerie mit. Wir können ja einfach mal losfliegen tatsächlich. Huch. Brauchen wir nicht Treibstoff noch? Es ist zur Hälfte aufgeladen bei mir. Also wir könnten theoretisch einmal oder zweimal abheben. Was und das Startschubdüsen und so, ne? Ja, ich würde sagen, wir können auf jeden Fall schon mal woanders hinfliegen. Würde ich jetzt mal sagen. Ja. Weil der Planet hier ist irgendwie oll. Der ist kacke. Der ist sehr kacke auf jeden Fall. Aber meinst du, wir kommen weit, wenn wir jetzt so mit halben Tank losfliegen? Ich habe keine Ahnung, ey. Ich werde jetzt aber mal versuchen, aus der Third Person... Wenn wir überhaupt die Dings...
verlassen können. Aus der Third Person fliege ich jetzt mal. Ah, das ist auch so nervig, wenn das du zu lange gut, brauchst, ja. um das auszuwählen. Raumschiffansicht wechseln, genau. Ha! Ich starte jetzt einfach mal. Ach, im Raumschiff kann man das auch noch machen. Also ich bin jetzt gerade abgehoben. So, so, ja. Ach, mit W. Mit W, genau. W gedrückt halten. Sehe ich dich ja gar nicht. Siehst du mich nicht?